Auch vor Präsident Trump existierten bereits falsche Nachrichten auf der ganzen Welt. Begleite uns, während wir einen Blick auf einige Länder werfen, die ein Problem mit falschen Neuigkeiten haben. Kuba. Es ist zu erwähnen, dass Kuba einige ziemlich bemerkenswerte Meisterstücke erbrachte. Auch unter der Diktatur der zwei Castro-Brüder, welche dort das Land führten. Fidel Castro wurde in bestimmten Regionen des Landes gehasst, während ihn andere verehrten. Aber man kann nicht abstreiten, dass Fidel Castro ein repräsentatives System entwickelte, welches alle Formen des Widerspruchs bestraft. Obwohl, um fair zu sein, was kommunistische Länder sagen, lass uns darauf einigen, dass wir nicht einer Meinung sind. Und lass uns mit unserem Leben fortfahren. Nein, absolut nicht. Dies passiert niemals unter einer Diktatur jeglicher Art. Die Meinungsfreiheit in dem Land ist unter der kubanischen Verfassung nur dann geschützt, wenn es mit den Zielen der sozialen Gesellschaft übereinstimmt. Somit können Kubaner frei mitteilen, was sie wollen, solange der Regierung gefällt, was sie sagen. Fidel Castro nützte seine Kraft, um tausende Journalisten zu beherrschen und inhaftierte sogar Menschenrechtsaktivisten, ohne ein Gerichtsverfahren durchzuführen, zu verhaften, weil es nicht die Art von Kritik war, die er hören wollte. Was so viel bedeutet, wie was auch immer die Nachrichtenstationen und die Menschen veröffentlichten, von der Regierung stark überwacht wurde. Obwohl Kuba für deren hohen Alphabetisierungsrate und deren hohen Lebenserwartungen bekannt sind, war es so, wenn man der Regierung nicht widersprach. Aber verglichen mit wohlhabenderen, industrialisierteren Nationen ging es ihnen eigentlich ziemlich gut. Nordkorea. Eine wichtige rote Fahne, die zeigt, dass es deinem Land nicht so gut geht, ist, wenn deine eigenen Amtsträger wichtige Warnhinweise ignorieren, wie die Tatsache, dass Millionen der Einwohner verhungern. Eine große Hungersnot fiel auf Nordkorea, was durch den Beginn der Bildung der Demokratischen Republik von Korea im Jahr 1948 entstand. Nordkoreanisches Ackerland und die Wetterzustände waren nicht ideal, um Lebensmittel für das Land zu erzeugen. Aber durch die Anpassung der Sowjetunion würden sie in der Lage sein, Hilfe zu erhalten und Lebensmittel gemeinsam mit günstigem Treibstoff zu importieren. Aber was mit der Hilfe passierte, war, dass diese von der Regierung kontrolliert wurde und somit wurden die Rationen auf politische Macht und nicht nach Bedürftigkeit verteilt. Also diejenigen, die es am meisten brauchten, wie Kinder, Ältere und Kranke, wurden ignoriert, während die Elite und diejenigen, die der Regierung loyal waren, ausreichend davon erhielten. Aber als die UdSSR begann zu verfallen, begannen sie mit der Hilfe aufzuhören, bis nichts mehr übrig war. Dies führte zu der Idee des damaligen Führers Kim Il-sung, die Nation als selbstständige Nation zu führen und so die Leute davon abhängig zu machen, sich selbst zu ernähren. Politische Offiziere warnten Bürger davor, einfach weniger zu essen, aber die Lebensmittel waren bereits sehr knapp. Und daher wurde der Slogan »Lasst uns zwei Mahlzeiten am Tag essen« kreiert. Es ist interessant, weil sogar mit einer Vergangenheit, die mit Hunger und Leid gezeichnet war, porträtierten die Medien Kims Familie immer noch gleich. Syrien. Ein weiteres Land, das nicht sehr bekannt für deren Demokratie ist, ist Syrien. Präsident Bashar al-Assad wurde der verantwortliche Mann nach dem Tod seines skrupellosen Vaters. Und in den frühen Tagen gab es Hoffnung für einen Champion der Freiheit und Demokratie. Als die erste syrische unabhängige Zeitung kreiert wurde, gab es Veröffentlichungen, die die Dinge für das Land gut erschienen ließ. Aber nach einem Jahr in der Macht begann sich alles zu ändern und Syrien wurde Teil eines bösartigen und komplexen Bürgerkriegs im Jahr 2012. Das Assad-Regime begann, Gefangene zu foltern und zu ermorden und sie ließen rebellische Städte hungern. Der Wiederaufbau des Landes würde mehr als 200 Milliarden Dollar kosten. Somit schien es, als würde Assad den gleichen Pfad, den sein Vater hinunterging, nehmen. Obwohl sehr viele die Hoffnung an eine hellere Zukunft voll mit Freiheit und Demokratie hatten. Vielleicht spielte der Anführer nur mit den Bürgern, genauso wie er die Propaganda erzwungen hatte, um die Bürger glauben zu lassen, dass alles in Ordnung sei. Aber es war dafür da, um Personen zu finden, die gegen das Regime waren und diejenigen, die dafür waren. Ganz besonders jene, die einen potenziellen politischen Einfluss hätten haben können und raffiniert genug waren, um sich gegen eine Macht zu stellen. Russland. Möchtest du einen Witz hören, der die Regierungskontrolle in Russland perfekt hervorhebt? Nun, hier ist einer. In Russland haben wir zwei Kanäle. Kanal 1 spielt nichts als Propaganda. Und Kanal 2 hat Nachrichten, die sagen, dass man sich an den ersten Kanal wenden sollte. Wladimir Putin kontrolliert momentan alle Medien, die durch Russland gehen.
Im Allgemeinen porträtieren die russischen Medien Neuigkeiten von der Ansicht von Wladimir Putin, die alles erklären, was er in einer offiziellen Aussage preisgeben würde. Putin hat bereits die Kontrolle über eine dieser drei Stationen in Russland. Seine erste war Russia 1. Und als er dann die Macht übernahm, bekam er auch die Kontrolle über den ersten Kanal sowie auch über NTV, damit nichts an ihm vorbeigeht. Auch für die kleineren, unabhängigeren Stationen gibt es eine Vereinbarung mit dem Kreml, dem Besitzer und dem Chefredakteur darüber, was die Zuschauer sehen sowie auch nicht sehen dürfen. Ein 2016 verabschiedetes Gesetz beschränkte den ausländischen Besitz von Medienhäusern auf nicht mehr als 20%, was der letzte Punkt für jegliche Art von unabhängigem Journalismus in Russland wäre, der sich im Besitz von Ausländern befindet. Die Medien werden von der Regierung gekauft und bezahlt, was bedeutet, dass alles, was sie ausstrahlen wollen, auch ausgestrahlt wird. Und das ist das Ende der Geschichte. Irak. Irak hatte eine geschichtsträchtige Vergangenheit von Saddam Husseins Baath-Partei, was ernsthaft limitiert und streng kontrolliert wurde. Iraqi News Agency war das einzige Neuigkeitennetzwerk, welches verfügbar war, und jegliche andere Medien wurden von der Regierung ausgeschlossen. Satellitenschüsseln wurden also illegal, weil sie das Land und die Bürger davon abhalten wollen, Wissen von außerhalb zu erhalten. Es wurde sogar ein Ministerium aufgestellt, das die Medien mit Tariq Aziz, mit einem der höchsten offiziellen Ministern, während Saddams Herrschaft kontrollierte. Das Land hatte 5 eigenstaatliche tägliche Zeitungen, einen Regierungs-TV-Kanal und 4 Radiostationen, die so aussahen, als ob es Möglichkeiten gäbe, ihre Nachrichten zu erhalten. Und es wurden keine Gesetze erlassen, um die Medien oder die Journalisten zu schützen. Selbst nach dem Zerfall des Regimes von Saddam Hussein agierte die irakische Nachrichtenagentur weiterhin als Sprachrohr der Regierung. Jedoch wurde sie von einer unabhängigen Nachrichtenagentur namens Aswad al-Iraq, die von den Vereinigten Nationen unterstützt wurde, herausgefordert. Die USA gab hunderte Millionen für die Umstrukturierung der strategischen Kommunikation im Irak aus, obwohl einige der Bürger glaubten, dass die Vereinigten Staaten verantwortlich für anonym geschriebene Zeitungen wie Baghdad Now und einige Plakate, Werbetafeln und Radio- und Fernsehspots waren. Viele Iraker glauben, dass die Medien offensichtliche Propaganda benutzten und merkten, dass sie dem Stil des Präsidenten Husseins ähnlich waren, obwohl sie im Grunde von einer ausländischen Regierung finanziert wird. Vereinigte Staaten. Wenn die Vereinigten Staaten dachten, dass sie wegkommen könnten, ohne mindestens die Tatsache auszusprechen, dass 90% deren Medien von 5 Konzernen kontrolliert werden, dann hatten sie etwas anderes kommen sehen. Im Jahr 1983 lag diese Anzahl bei verblüffenden 50 Konzernen. Aber heute wurde es auf mickrige 5 verkürzt, was eine gigantische Portion ausmacht, was die Bürger täglich sehen. Die Amerikaner im Rückblick auf einige der anderen erwähnten Länder geben die Illusion der Wahl, wenn es um Medien geht. Ähnlich funktioniert es im Lebensmittelgeschäft, wo massive Unternehmen ihre Märkte mit verschiedenen Marketingstrategien und verschiedenen Etiketten monopolisieren, um Kunden dazu zu bringen, ihr Produkt zu kaufen, obwohl sie auch 5 oder 6 andere Produkte in dieser Kategorie besitzen. Die 5 Unternehmen sind Time Warner, Disney, Maddox News Corporation, Bertelsmann aus Deutschland und Viacom, welches einst CBS war. Die Unternehmen haben die Kontrolle von allem und jedem, einschließlich Zeitschriften, Bücher, Magazine, Radio- und TV-Stationen, Filmstudios und Online-Nachrichtendienste. An diesem Punkt sind sie verantwortlich für das Einträufeln politischer, ökonomischer, sozialer und sogar moraler Werte von beidem, Erwachsenen und Kindern in den Vereinigten Staaten, weil sie den Zugang und die Fähigkeit haben, unsere einzige Nachrichten- und Informationsquelle zu sein. Und mit jeder neuen Administration wurde die Medienderegulierung entspannter, beginnend mit Reagan und fortfahrend in die Trump-Administration. Die Regierung glaubte, größere Medienbesitzkonzentration, was grundlegend alle Medien in einer Gemeinschaft bedeutet. Und sogar eine Stadt kann von einem einzigen Unternehmen ohne jegliche Rückwirkung in Besitz sein. Diese 5 Unternehmen sind auch verantwortlich für Ideen, wie die Außenpolitik geformt wird. Wir haben kurz darüber gesprochen, wie die Medien im Irak funktionieren, aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie es die Gedanken und Ideen der Bürger in den Vereinigten Staaten beeinflusst. Saddam Hussein wurde viele Jahre von US-Offizieren als standhafter Alliierter während der Reagan-Administration gepriesen. Die Regierung erkannte, dass Irak im Nachteil in einem Krieg stand, seitdem der Iran
einen einfachen Zugang zu dem Golf hatte, wohingegen der Irak diesen nicht hatte. Und so entschied sich die US-Regierung dazu, militärische Hilfe und Billionen von Dollar in Fonds an Saddam Hussein und den Irak zu senden, für den Austausch von Öl. Aber plötzlich benötigte Saddam es nicht mehr und vielleicht begann das Land mit seiner Ölversorgung auszulaufen. Wie auch immer, die Medien, welche die Irak-USA-Beziehung gepriesen haben, begannen nun Saddam Hussein als Tyranne und skrupelloser Mörder anzusehen. Sowie auch als Mann, welcher ein Arsenal an Waffen und Massenvernichtung besaß, welches die USA ihm möglicherweise geliefert hatte. Aber alles, was wir wissen, ist, dass Saddam Hussein das Nummer 1 Ziel war. Dies war nicht das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten deren Meinung über die Bürger bezüglich bestimmter Aspekte in der Außenpolitik geändert hatte. Und wahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber ein konsistentes Muster ist, dass US-Offiziere wissen, dass durch die Erscheinung, dass es ein moralisches Problem ist, es dementsprechend okay ist, in Länder, die nicht verletzt wurden, einzudringen.